Deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, einfach eine Haartransplantation zu machen, um wieder glücklich zu sein. Der Paul möchte wissen, warum hast du dich für eine Haartransplantation entschieden? Ich habe mich für eine Haartransplantation entschieden, weil ich einfach mit meinen Geheimratsecken nicht mehr glücklich war. Da ich generell jemand bin, der auch gerne seine Haare stylt. Und wenn dann vorne an der Stirn dann auch die Hälfte fehlt, ist man dementsprechend auch sehr eingeschränkt. Ja, und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, einfach eine Haartransplantation zu machen, um wieder glücklich zu sein. Andi interessiert sich für die Frage, wie bist du darauf gekommen, ich vermute mal auf eine Haartransplantation überhaupt diese durchzuführen? Dazu gekommen bin ich eigentlich durch YouTube, weil auf YouTube viele YouTuber waren, die das wirklich verfolgt haben und auch wirklich Schritt für Schritt aufgenommen haben. Ja, und da habe ich mich dann dazu entschieden, das zu machen, weil es mich dann überzeugt hat. Ich wusste, wie das abläuft. Ja. T. Becker hat folgende Frage. Was war für dich die schlimmste Situation bezogen auf deinen Haarausfall? Beziehungsweise, was hat dich an deinem Haarausfall am meisten persönlich gestört? Wo die schlimmste Situation, kann ich jetzt eigentlich gerade gar nicht so genau sagen, weil wirklich eine schlimme Situation gab es so nicht. Aber was mich halt wirklich auch gestört hat, du siehst halt auch, wenn du Haarausfall hast oder Geheimratsecken hast, siehst auch direkt einfach schon wieder ein bisschen was älter aus und ja, mit vollem Haar einfach jünger und bist halt einfach glücklicher. Oskar Tietze möchte wissen, warum hast du dich für den Eingriff speziell während der Corona-Pandemie entschieden? Zum einen, du hast halt während der Corona-Zeit, was den Flughafen angeht, was die Flüge angeht, ist einfach wesentlich entspannter. Zudem hast du halt auch in der Corona-Zeit, je nachdem, in welcher Branche du arbeitest, bist du natürlich arbeitsmäßig dann auch, war halt für mich dann ideal. Ich musste keinen Urlaub nehmen speziell und bin dann halt in der Corona-Zeit in die Türkei geflogen. Perfekt, okay. Sinan möchte wissen, hattest du Angst vor dem Eingriff? Nein, Angst hatte ich nicht. Also ich war mir schon sehr sicher, dass Elite weiß, was sie machen. da hatte ich keine Angst vor, nein. Peter-H, hattest du Nachteile, beziehungsweise was war anders, glaubst du, durch die Corona-Pandemie für den Eingriff selber? Also Nachteile würde ich keine sagen. Was natürlich anders ist, die Anreise, man muss sich natürlich Corona-bedingt testen lassen, man muss auf die Sicherheitsmaßnahmen achten, Mundschutz tragen, Hände desinfizieren, alles ein bisschen halt darauf achten, dass man da vernünftig mit umgeht. Das ist jetzt der einzige Grund, der vielleicht ein bisschen anders ist, aber Nachteile auf gar keinen Fall. Max-Linus, war der Eingriff für dich schmerzhaft? Die Vorbereitungen für die Betäubungen, muss ich zugeben, die tun doch etwas weh. Aber das ist in einem Zeitraum von 5 bis 10 Minuten und dann ist das auch wieder weg. Sagen wir, sobald die Betäubungen wirken, ist das total angenehm und wirklich super auszuhalten. Sehr gut. Stefan interessiert sich für den Punkt, wie lange warst du für die Behandlung in der Türkei? Ja, ich war insgesamt ca. 48 Stunden in der Türkei. Ja, dienstagsabends bin ich angereist, hatte am nächsten Tag die OP, dann nochmal eine Nacht geschlafen, dann morgens halt die Nachuntersuchung und Klärungsgespräch, wie ich mich weiter zu verhalten habe und bin dann mittags wieder nach Hause geflogen. 48 Stunden und neue Haare, super. Carsten interessiert sich dafür, wie ging es dir danach, nach der Haartransplantation? Eigentlich sehr gut. Also ich muss sagen, nach der OP, als die Betäubung nachgelassen hat, habe ich noch einmal gegen die Schmerzen eine Schmerztablette genommen. Aber das war dann auch schon alles. Also ich habe dann am selben Tag abends schon wieder vielleicht gar nichts mehr gemerkt. Und nächster Tag alles weg? Alles weg. Also wie gesagt, ich bin dann nach Hause geflogen, bin mit dem Auto nach Hause gefahren. Ich konnte mich ganz normal verhalten, wie ich mich verhalte. Also alles okay. Murphy89 interessiert sich, wie verläuft die Heilung speziell nach dem Eingriff? Ja, die Heilung, also ich meine, das ist natürlich auch wieder abhängig von der Methode, wie die Haare eingepflanzt werden. Bei mir jetzt mit der DHI-Methode war das der Fall, dass die Kruste nach 10 bis 11 Tagen dann runter sein musste. Während den 10, 11 Tagen hast du natürlich dann auch dein spezielles Haarwaschprogramm, wo du dich nachhalten musst, nachrichten musst. Hast eine Vorgabe vom Schlafen her, weil man da auch erst die ersten Tage auf dem Rücken schlafen darf und sowas.
Ja, aber das sind dann halt wirklich die ersten 10, 11 Tage und sobald die Kruste dann runter ist, kann man sich dann eigentlich schon wieder relativ normal verhalten, normal schlafen, normal duschen gehen. Ja, ja, ja. Toni hat folgende Frage. Musstest du nach der Haartransplantation auf vieles verzichten? Gar nicht. Also gut, man sollte sich natürlich schon ein bisschen vernünftig verhalten, dementsprechend kein Alkohol trinken und sowas. Ne? Da muss man natürlich dann schon ein bisschen zurückstecken. Sport, klar, man darf nicht viel schwitzen. Aber sonst kann man sich ganz normal den Alltag ganz normal weiterleben. Ja. Crazy Heike hat folgende Frage. Wann warst du das erste Mal wieder zufrieden mit deinen neuen Haaren? Ganz ehrlich, als ich die Kruste runter hatte. Als ich die Kruste runter hatte und ich habe die neue Haarlinie gesehen, ich war super happy. Ich wusste, wenn das jetzt länger wird und wieder voll ist, das war wirklich voll super happy. Milli hat die Frage, wie hat dein persönliches Umfeld auf deine neue Veränderung reagiert? Durchweg positiv, wirklich. Also es war keiner dabei, der gesagt hat, ja, kann ich nicht verstehen oder sowas. Ne? Und jedem, dem ich gesagt habe, dass mich das stört, hat jeder Verständnis für gehabt. Und jetzt, wo mich alle so sehen mit den Haaren, sind alle sagen, boah, sieht wahnsinnig gut aus. Und ja, also wirklich positiv. Ahmad Al hat die Frage, sieht man, dass du eine Haartransplantation hattest? Tja, das müsst ihr jetzt entscheiden. Ich für mich sag mal nein. Nein, okay, sehr gut. Christopher, vorletzte Frage, würdest du eine Haartransplantation empfehlen? Auf jeden Fall. Jeder, der mit seinen Haaren nicht zufrieden ist, sofort machen. Weil wie man sich danach fühlt, wie glücklich man danach ist, ist einfach, das ist es wert auf jeden Fall. Ja. Super. Und die letzte Frage von Erol Dun. Welchen Rat hast du für andere, die auch unter Haarausfall leiden? Ja, ganz einfach. Haartransplantation machen, sich informieren und machen. Perfekt. Danke für die Anforderungen der Fragen, Achim. Sehr gerne.